Der russische Raketenangriff auf ein Dorf im Osten der Ukraine mit mehr als 50 Toten hat weltweit große Bestürzung ausgelöst. Noch immer sind nicht alle Opfer identifiziert. Der ukrainische Präsident Zelensky sagte in seiner abendlichen Videoansprache, Russlands Armee sei, Zitat, das absolut Böse. Er warf ihr einen absichtlichen Terrorangriff vor. UN-Generalsekretär Guterres betonte, Angriffe auf Zivilisten seien nach dem humanitären Völkerrecht verboten. Und der EU-Außenbeauftragte Borrell sprach von einem weiteren düsteren Meilenstein. Bundesaußenministerin Baerbock versprach der Ukraine weitere Unterstützung, so lange, bis ein Alltag ohne Angst und Tod wieder möglich sei. Und Kreml-Chef Putin hat unterdessen wegen der hohen Energiepreise erneut Gaslieferungen durch den letzten noch intakten Strang der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 angeboten. Russland sei bereit, 27 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr zu liefern. Die Entscheidung liege aber bei Deutschland. Das sagte Putin in Sotschi bei einem internationalen Diskussionsforum vor Experten aus rund 40 Staaten. Durch Nord Stream 1 war im Jahr 2021 mehr als die doppelte Menge durchgepumpt worden. Zugleich verurteilte Putin einmal mehr die Sprengung der Pipelines als, Zitat, des internationalen Terrorismus. Er wirft den USA vor, hinter den Anschlägen zu stecken. Und damit schauen wir zu unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner aus Moskau, jetzt zugeschaltet. Guten Morgen dorthin. Christoph, Putin hat sich bei dem gerade schon angesprochenen Diskussionsclub vor internationalem Publikum doch recht intensiv geäußert. Was waren die Kernpunkte? Ja, Putins Auftritt hat rund 3 Stunden gedauert. Er hat also ungefähr über alles gesprochen, wenn du so willst. Aber ich denke mal, eine der Kernaussagen, die kommen aus seinem Standardprogramm. Also den Dingen, die er vor internationalem Publikum in den letzten Monaten eigentlich immer wieder gesagt hat. Im Prinzip macht er die USA für jedes Übel und für jedes Problem auf dieser Welt verantwortlich. Um das ganz kurz zusammenzufassen, er wirft den Amerikanern und ihren Satellitenstaaten, wie der russische Präsident sagt, vor, eben Hegemonialbestrebungen zu haben und die ganze Welt eben diktieren zu wollen, dominieren zu wollen. Und das sind eben immer wieder auch die Vorwürfe, die kommen. Und Wladimir Putin lässt es sich bei solchen Diskussionsclubs auch nicht nehmen, immer wieder diese Atomdrohkeule herauszuholen. Er hat nochmal gesagt, wenn Russland mit Nuklearwaffen angegriffen wird, dann werde man mit Nuklearwaffen antworten. Oder auch, wenn Russland mit konventionellen Waffen attackiert wird und die Existenz der Russischen Föderation in Gefahr sei. Also er hat nochmal das wiederholt, was ohnehin in der russischen Militärdoktrin drinsteht. Und etwas genauer haben wir da auch bei dem ein oder anderen Detail zugehört. Das wollen wir jetzt mal einspielen. Ich darf Ihnen versichern, dass unsere Antwort für jeden potenziellen Aggressor inakzeptabel sein wird, egal von wo aus wir angegriffen werden, aus einem Ozean oder von Land, tauchen sofort Hunderte, ja Hunderte unserer Raketen auf. Keiner der Angreifer wird auch nur die geringste Chance haben, zu überleben. Wladimir Putin hat bei diesem Auftritt vor dem Waldai-Diskussionsclub auch über Jewgeni Prigozhin gesprochen, den verstorbenen Wagner-Söldner-Chef, der ja bei einem Flugzeugunglück am 23. August in der Nähe von Moskau bei Twer ums Leben gekommen ist. Und er hat da über Ermittlungsergebnisse gesprochen, der russische Präsident, und hat gesagt, es habe keine Außeneinwirkung auf das Flugzeug von Prigozhin gegeben. Es sei da an Bord dieser Maschine eine Handgranate explodiert, wie Putin sagte. Er bezieht sich da auf die Ergebnisse des Ermittlungskomitees von Alexander Bastrykin. Und dann hat Putin noch hinzugefügt, dass man ja bei Untersuchungen in der Holding von Prigozhin 5 Kilogramm Kokain gefunden habe und dass da ein Fehler gemacht worden sei bei der Leichenobduktion, weil man die Leiche eben nicht auf Drogenkonsum untersucht habe. Das soll in meinen Augen suggerieren, dass Prigozhin und seine Leute Kokain genommen haben könnten und dann mit Handgranaten herumgespielt haben könnten und es so zu diesem Unfall gekommen sein könnte. Das hat Putin so nicht gesagt, aber das habe ich dann aus dieser Antwort so verstanden. Und für mich ist das nichts anderes als
ein Versuch des russischen Präsidenten, den Ruf des Söldnerchefs, des ehemaligen Söldnerchefs eben zu beschädigen. Und Putin scheint da einen dicken Strich machen zu wollen unter das Kapitel Wagner-Söldner, unter das Kapitel Prigozhin. Es wird in Russland keine so mächtige Söldnertruppe, wie das die Wagner-Söldner einmal waren, mehr geben. Putin hat das nicht vergessen, was am 24. Juni gelaufen ist, diese Meuterei, dieser gescheiterte Putsch. Und das hat Putin den Söldnern nie verziehen, auch wenn jetzt wieder einige unter der Ägide der russischen Militärs im Osten der Ukraine gerade auch vor Bachmut und Solidar kämpfen. Christoph, bleiben wir noch einen Moment im Osten der Ukraine. Mehr als 50 Menschen, Zivilisten, die getötet wurden durch einen russischen Raketenangriff gestern. Wir haben weltweites Entsetzen als Reaktion darauf. Wie spricht man auf russischer Seite darüber? Also vom Kreml bzw. vom Kreml-Sprecher Dmitri Peskow gibt es in meinen Augen oder meines Wissens nach noch kein Statement. Ich kann dir nur sagen, was da üblicherweise immer als Antwort kommt von Russland, wenn man den Russen vorwirft, zivile Ziele in der Ukraine vernichtet zu haben. Dann heißt es, man greift von russischer Seite aus keine zivilen Ziele an, immer nur militärische Ziele oder eben auch Objekte, die von den ukrainischen Militärs zweckentfremdet werden. Eine weitere häufige Erklärung ist, dass zum Beispiel ukrainische Flugabwehrraketen ihre Ziele verfehlt haben, also Irrläufer waren und dann irrtümlicherweise oder tragischerweise in Gebäude einschlagen. Was dieses Mal kommt, kann ich dir so nicht sagen. Aber wir haben Reaktionen auch von russischen Nachrichtenseiten oder auch Militärbloggern, wie zum Beispiel Boris Rojin, der hier über Telegram um die 800.000 Follower hat. Also das ist kein Nobody. Und Rojin sagt, dass es die Ukrainer selbst waren, die dieses Café angegriffen haben in dem Ort Grasar im Bereich Kharkiv mit 50 Toten. Und zwar hat man das gemacht, um Russland wieder einmal zu diskreditieren und um die Europäer und die Amerikaner wach zu rütteln, weil die immer müder werden und die Unterstützung für die Ukraine nachlässt. Und da wolle man eben mit solchen Anschlägen auf die eigenen Leute die Amerikaner und die Europäer motivieren, die Ukraine weiter zu unterstützen in ihrem Kampf gegen Russland, wie es ja häufig heißt, auch im Kampf gegen das Böse. Das ist die Unterstellung von Boris Rojin und wahrscheinlich muss man das Ganze tatsächlich als eine absolut infame Unterstellung bezeichnen. Christoph, besten Dank nach Moskau. Nach dem Drohnenangriff auf eine Militärakademie in Syrien ist die Zahl der offiziell bestätigten Todesopfer auf über 110 angestiegen. Syrische Regierungstruppen starteten Vergeltungsangriffe. Sie bombardierten ein Rebellengebiet im Nordwesten des Landes. Und auch hierbei gab es mehrere Tote und Dutzende Verletzte. Zuvor hatten ferngesteuerte Drohnen während einer Abschussfeier für Offiziere in der Stadt Homs Sprengkörper abgeworfen. Bisher hat sich jedoch noch niemand zu diesem Angriff bekannt oder ein Statement abgegeben. Nach dem Vorfall bei einer Wahlkampfveranstaltung mit AfD-Co-Parteichef Chrupalla in Ingolstadt hat Bayerns Innenminister Herrmann der AfD schwere Vorwürfe gemacht. Es sei erschreckend, so der CSU-Politiker, wörtlich, wie infam und hinterfotzig die AfD im Landtagswahlkampf versuche, aus den Vorfällen Kapital zu schlagen. Es gebe bisher nämlich keinerlei Erkenntnisse, so Herrmann weiter, dass Chrupalla angegangen oder angegriffen worden sei. Der AfD-Chef ist inzwischen wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Staatsanwaltschaft und Polizei versuchen weiter zu klären, ob der 48-Jährige tatsächlich mit einer Injektionsnadel gestochen worden ist. Die Polizei ermittelt, doch sie hat derzeit weiterhin keine Hinweise auf einen gezielten Angriff. Wir fragen nach bei Anna-Marlin Hove, die ist vor der Staatsanwaltschaft in Ingolstadt. Anna-Marlin, ist damit zu rechnen, dass es aus dem Gebäude hinter dir da heute noch offizielle Stellungnahmen gibt? Also meiner Einschätzung nach denke ich nicht, dass wir heute noch damit rechnen können. Denn auf was die Staatsanwaltschaft ja jetzt noch wartet, sind Blutproben von Herrn Chrupalla, sind Kleidungsproben, die genommen wurden. Und das dauert wohl
aus der Erfahrung der Staatsanwaltschaft einige Tage, bis da Ergebnisse zu erwarten sind. Und ansonsten sagte man mir, könne man erstmal nicht mehr sagen. Und ja, das sind die Infos, mit denen wir arbeiten müssen, dass die Staatsanwaltschaft eben sagt, sie gehen nicht von einem gezielten Angriff aus. Sie gehen hier von einem medizinischen Vorfall aus, was Herrn Chrupalla passiert ist. Was die Zeugen berichten konnten bei dem Vorfall, war ja, dass Herr Chrupalla zu der Veranstaltung kam, dann einige Selfies gemacht hat und dazu kam es wohl zu flüchtigem Körperkontakt und daraufhin hat er dann daraufhin hatte er dann Schmerzen im Oberarm und ihm wurde übel. Er sei dann zusammengebrochen und wurde ja dann für die weitere medizinische Abklärung in die Klinik nach Ingolstadt gebracht. Dort hatte er dann die Nacht verbracht, wurde im Laufe des Tages dann entlassen und begibt sich jetzt in weitere ärztliche Behandlung. Die Wahlkampftermine in Bayern sind erstmal abgesagt, doch auch in Hessen sind Landtagswahlen. Und da sagte mir ein Parteisprecher, dass die Termine Herr Chrupalla wohl wahrnehmen möchte. Ja, wir müssen abwarten, was da jetzt dabei herauskommt, weil man muss auch einfach mal sehen, wenn da wirklich so ein Angriff stattgefunden haben soll auf einen Bundesparteivorsitzenden, dann ist das schon wirklich ein wirklich massives Vorgehen. Muss ja mal überlegen, was das auch mit unserer Demokratie macht oder darüber hinaus aussagt, wenn Politiker einfach so bei Wahlkampfveranstaltungen angegriffen werden können. Wir haben es ja bei Frau Weidel gesehen, hatte die Polizei ja vor einigen Tagen bestätigt, dass es da zu einer Bedrohungslage gekommen ist. Anna-Marlene, aber das Interessante ist ja auch der Umgang der anderen politischen Parteien. Erst haben sie sich gar nicht zu den Vorfällen geäußert und jetzt diese drastischen Worte des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann. Was zeigt das also auch in der Auseinandersetzung mit der AfD? Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema. Man muss das Ganze natürlich auch politisch einordnen. Wir sind jetzt in der heißen Phase der Landtagswahlen. Wir haben ja jetzt zum Beispiel nicht nur dort ein Statement gehabt, sondern auch von Herrn Ramelow aus Thüringen. Der hatte sich ja da auch über die Plattform X, ehemals Twitter, wirklich lächerlich gemacht und dazu geäußert. Hatte da ja irgendwie eine blaue Biskuitrolle gepostet mit den Worten Opferrolle. Das ging ja jetzt auch heiß her in den sozialen Medien. Es ist ja nicht nur die AfD, die wirklich hoch im Kurs steht, wenn es darum geht, Angriffen ausgesetzt zu werden. Also mögliche Bedrohungslagen sind ja bei der Partei wirklich hoch im Kurs, alleine durch die Antifa, die ja wirklich da auch immer zu Gewalt aufruft, wenn es um die Partei AfD geht. Aber auch die Grünen sind ja wirklich sehr gefährdet, wenn es um Wahlkampf geht, um öffentliche Auftritte. Also das ist alles ein sehr, sehr schwieriges und heikles Thema. Anna-Marlene, danke für deine Einordnungen nach Ingolstadt. Ja, beim informellen EU-Gipfel im spanischen Granada wollen die 27 Staats- und Regierungschefs also vor allem über das Thema Migration, aber auch die Aufnahme neuer Länder in die EU beraten. Und am Rande kommt es dann zu einem Treffen zwischen dem Kanzler und der italienischen Ministerpräsidentin Meloni. Das ist ein bisschen brisant. Ja, denn die Italiener werfen ja den Deutschen vor, die Flüchtlingswelle weiter anzuheizen, weil Berlin mit Millionenzahlungen Seenotrettungen im Mittelmeer unterstütze. Zuvor ging es um die weitere militärische und finanzielle Unterstützung der Ukraine. Scholz kündigte die Lieferung eines zusätzlichen Patriot-Luftabwehrsystems an Kiew an. Alina Quast mit einem Überblick. Die Staats- und Regierungschefs Europas im spanischen Granada in großer Runde. Im kleineren Format politisches Speeddating. Heute sitzen sich Kanzler Scholz und Italiens Premierministerin Giorgia Meloni gegenüber. Dabei könnten auf höchster Ebene noch einmal die Wogen geglättet werden, nach dem Streit um deutsche Finanzhilfen für private Seenotrettungsorganisationen im Mittelmeer. Zum Auftakt des Gipfels warnte Meloni die europäischen Partner. Die Krise zeigt uns deutlich, dass wir, Italien und Malta etwa, die ersten Nationen sind, die überwältigt werden. Aber wenn wir keine strukturellen Antworten finden, werden wir alle in Europa von diesem Problem überwältigt. Zweites großes Thema war gestern der Kriegsschauplatz mitten in Europa. Die drängendste Bitte schlägt Scholz der Ukraine erneut ab. Deutschland wird keine Taurus-Marschflugkörper liefern. Wir wägen alle Fragen stets neu ab. Wenn ein Krieg so lange dauert, kann es ja nicht so sein, dass die Abwägungen einmal aufhören. Und dazu zählt ganz besonders die Tatsache, dass wir selbstverständlich gewährleisten müssen, dass es keine Eskalation des Krieges gibt und dass auch Deutschland nicht Teil der Auseinandersetzung wird.
Für den Kanzler bedeutet eine Taurus-Lieferung offenbar ein zu großes Risiko, trotz teils scharfer Kritik aus Deutschland. Ein Versprechen kann der ukrainische Präsident aber mitnehmen. Scholz sagte Zelensky ein weiteres Patriot-Luftabwehrsystem zu. So, und damit schauen wir zu Achim Unser, uns aus Granada jetzt zugeschaltet. Guten Morgen dorthin. Und Achim, viele schauen natürlich mit Spannung auf das angesetzte Treffen zwischen Scholz und Meloni. Was ist da zu erwarten? Ja, aus dem Umfeld des Kanzlers heißt es, dass man da jetzt eben nicht unbedingt mit Streit rechnen würde. Es geht ja auch, wir haben es ja im Beitrag auch schon gehört, um die deutsche Finanzierung der privaten Seenotrettung. Das hat Giorgia Meloni doch ziemlich erzürnt. Und da ist es ebenfalls aus dem Umfeld des Kanzlers eben. Naja, das ist im alten Haushaltsplan halt so abgelegt worden, mit Zustimmung der CDU, sagt man da übrigens immer. Und jetzt wird ja demnächst der neue Haushalt aufgestellt. Und da sollte man nicht überrascht sein, wenn es da dann eben keine Mittel mehr gibt. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass Olaf Scholz das Giorgia Meloni erzählt und dass sie damit dann in dieser Sache zumindest dann auch zufrieden sein wird. Achim, Migration also ein Top-Thema heute, das die 27 Staats- und Regierungschefs besprechen werden. Aber es geht nicht nur darum. Was steht noch auf der Agenda heute? Ja, es geht vor allem um die EU-Erweiterung, also 27 plus X, so lautet die Formel. Und da gibt es eben viele Referentenentwürfe und einer vor allem ist wichtig und auch dem Kanzler wichtig. Da geht es darum, dass eben diese Abstimmungen dann nicht mehr immer einheitlich stattfinden müssen, also dass alle zustimmen, sondern dass es Mehrheitsentscheidungen gibt. Das stört natürlich die kleineren Länder, weil sie verlieren damit dann auch einen Einfluss. Aber das ist eben wichtig, wenn man die EU erweitern will. Und da geht es dann auch wieder um die Ukraine, weil sie ist ja auch jemand, der Beitrittskandidat werden möchte. Und da hieß es schon, ja, das müssen wir beschleunigen. Auf der anderen Seite sagt der Ratspräsident Michel, gut, alle müssen ihre Hausaufgaben vorher machen. Und dann gibt es auch noch Viktor Orban, den Ungarn. Der hat schon angedeutet, er hat große Zweifel daran, dass sein Parlament dem tatsächlich zustimmt, dass die Ukraine Beitrittskandidat wird. Und wir wissen, in Ungarn, da bestimmt Viktor Orban mehr oder weniger selbst, was das Parlament dann denkt. Achim, besten Dank für all diese ganz aktuellen Informationen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, er wird heute zu einem kurzfristig anberaumten Treffen mit US-Präsident Joe Biden nach Washington reisen. Anlass für den Empfang sei der Tag der deutsch-amerikanischen Freundschaft, teilte das Weiße Haus mit. Und weiter hieß es offiziell tatsächlich, Steinmeier-Schauer bei Biden vorbei. Nüchtern sachlich. Es ist das erste Treffen der beiden Staatsoberhäupter seit Steinmeiers Amtsantritt. Der Bundespräsident reist übrigens von Kap Verde im Atlantik, wo er einen zweitägigen Staatsbesuch absolvierte, in die US-Hauptstadt. Wir schauen nach Hessen, denn genauso wie in Bayern geht der Wahlkampf nun dort auf die Zielgerade. Zwei Tage vor der Landtagswahl liegt die CDU laut einer aktuellen Umfrage des ZDF unverändert in Führung. Die Christdemokraten des amtierenden Ministerpräsidenten Boris Rhein kommen aktuell auf 32%. Sein bisheriger Koalitionspartner, die Grünen mit Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir, liegen bei 17%, genau wie die Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die ja für die SPD antritt. Die AfD kann mit 16% rechnen. FDP und Linkspartei, die müssen sich allerdings Sorgen machen, ob sie es überhaupt über die 5%-Hürde schaffen. Und Tatjana, es ist ja schon interessant, dass man diese beiden Wahlen als kleine Bundestagswahlen inzwischen bezeichnet. Denn beide Urnengänge gelten ja als Stimmungstest für die Ampelkoalition in Berlin. Und man muss es tatsächlich im Moment so sagen, nach den Umfragen, es sieht nicht gut aus für SPD, Grüne und die FDP. Ja, vor allem der amtierende bayerische Ministerpräsident Söder erhofft sich einen deutlichen Schub für die Union. Das hat er auch noch mal auf seiner Abschlusskundgebung in Nürnberg deutlich gemacht. In seiner Heimatstadt Nürnberg versucht Markus Söder auf den letzten Metern die Vergangenheit endgültig hinter sich zu lassen. Meint konkret die Flugblatt-Affäre um Söders Vizeregierungschef Hubert Aiwanger. Es geht nicht darum, ob ein Flugblatt vor 35 Jahren relevant war, sondern es kommt darauf an, was die nächsten 5 Jahre für Bayern stattfindet. Egal wie man es dreht und wendet. Bayern ist mit das erfolgreichste Land in Deutschland, meine sehr verehrten Damen und Herren. Doch die letzten Umfragen kurz vor der Bayernwahl am Sonntag zeigen, die CSU liegt zwar vorn, aber hat sich deutlich verschlechtert, kommt auf 36%. Die Grünen landen mit 15%, ebenfalls unter ihrem Ergebnis von vor 5 Jahren. Die Freien Wähler hingegen sind auf dem Vormarsch, liegen aktuell bei 15%. Auch die AfD legt deutlich zu, kommt auf 14%, die SPD nur auf 9% und die FDP könnte an der 5%-Hürde scheitern.
Der bisherige Koalitionspartner der CSU, die Freien Wähler, könnten also zweitstärkste Kraft werden. Parteichef Hubert Aiwanger wagt sogar den Blick nach Berlin. Wir wollen ab Herbst in Bayern weiter regieren und wir wollen 2025 auch in den Deutschen Bundestag hinein, meine Damen und Herren. Politische Beobachter räumen allerdings weder Aiwanger noch Söder bundespolitisch große Chancen ein. Auf jeden Fall haben sich sowohl Aiwanger als auch Söder für Bundesambitionen damit erledigt. Ja, das ist eine reine Bayernwahl. Jeder weiß, wir werden beide auf Bundesebene nicht erleben. Das war ja vor der Affäre noch völlig anders. Eine mögliche Kanzlerkandidatur von Markus Söder stößt in der Bevölkerung auf ein geteiltes Echo. Das ist kein Thema für mich, ganz ehrlich. Wir müssen erst mal schauen, dass es in Bayern einigermaßen klappt. Also ich glaube, er hat das Zeug dazu. Was er dann daraus macht, wissen wir nicht. So wie es aktuell mit Blick auf die Umfragen aussieht, könnte eine Koalition aus CSU und Freien Wählern am Sonntag auf eine deutliche parlamentarische Mehrheit kommen. Ja, da müssen wir natürlich drüber sprechen. Aus München zugeschaltet Dorothea Schupelius und aus Wiesbaden Lena Mosel. Dorothea, fangen wir vielleicht bei dir mal an. Dass die CSU wieder stärkste Kraft in Bayern wird, das ist relativ sicher. Die Frage ist nur, wie stark werden sie tatsächlich oder vielleicht auch wie schwach, aus CSU-Sicht mal gesprochen. Und mit wem kann dann wie koaliert werden? Wie schwach ist dann eher die Option, über die man hier sprechen muss? Denn Markus Söder hat hier mit der CSU momentan historisch schlechte Umfragewerte. 36,5%, das ist noch mal schlechter als das Wahlergebnis aus der letzten Landtagswahl. Da waren es 37% und das war auch schon ein historisch schlechtes Ergebnis für die CSU. Das heißt, die CSU hat viele Wähler verloren, aber nicht an die Gegenseite, an den erklärten Endgegner von Markus Söder, die Grünen. Nein, ganz im Gegenteil, konservative Wähler sind noch weiter nach rechts gerutscht. Die CSU hat Wähler verloren an die Freien Wähler und an die AfD. Also hat sozusagen fast in den eigenen Reihen Wähler verloren, aber eben an den Koalitionspartner Freie Wähler. Trotz der Flugblattaffäre oder vielleicht gerade wegen der Flugblattaffäre, die Aiwanger nicht geschadet zu haben scheint. Für Markus Söder ist das Ganze natürlich nicht ganz so einfach. Ihn schwächt dieses Wahlergebnis enorm und damit eben auch dann seine Koalitionsmöglichkeiten. Es wurde immer wieder von Markus Söder betont, dass der Wunschkoalitionspartner die Freien Wähler sind, aber vor allem, dass der Nicht-Wunschpartner die Grünen sind. Heißt, die Grünen sind zum Gegner in diesem Wahlkampf erklärt worden. Markus Söder fährt eine Antipolitik zu Berlin, eine Anti-Ampel-Koalition-Politik. Das hat er gerade in den letzten Monaten noch mal ganz klar gemacht, ist damit natürlich auf die Umfragewerte angesprungen, die so unzufrieden mit der Ampelkoalition sind, und hat sich auch noch ein anderes Thema zum Steckenpferdthema gemacht, und zwar die Migration. Und auch hier guckt er natürlich direkt in das Stimmungsbild innerhalb der Bevölkerung, da über 80% die Migration gerade als Hauptsorge angeben. Also Markus Söder weiß schon, was er tut, hat hier einen cleveren Wahlkampf gefahren. Ganz so erfolgreich war er eben leider nicht. Nach außen rechts und nach weiter Konservative hat er eine ganze Menge Wähler verloren. Dorothea, besten Dank für all diese Informationen. Und damit wollen wir gleich weiter nach Wiesbaden schauen, zu Lena Mosel. Lena, das ist ja interessant. Also es sieht ja so aus, dass es in Hessen auch so weitergeht, nach den Umfragen zumindest, dass die CDU und die Grünen ihre Koalition fortsetzen. Aber eigentlich steht ja im Fokus eher die SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser, denn der droht ja tatsächlich eine heftige Wahlniederlage. Ganz genau, weil sie als Bundesinnenministerin eben ein bisschen mehr vielleicht noch zu verlieren hat als die anderen Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten. Du hast es schon gesagt, Schwarz-Grün, den Umfragen zufolge sieht das aktuell gut aus, dass diese Koalition weitergeführt werden könnte seit 2013. Damals übrigens das erste Mal in einem Flächenland eine schwarz-grüne Koalition, die man eingegangen ist. Und man regiert sehr geräuscharm hier miteinander zusammen. Das lag auch lange an dem sehr guten Vertrauensverhältnis zwischen Tarek Al-Wazir, dem grünen Wirtschaftsminister und Spitzenkandidaten, und Volker Bouffier. Der damalige hessische Ministerpräsident Boris Rhein hat übernommen. Und seit die Grünen auch angekündigt haben, dass sie den Anspruch erheben, hier den Ministerpräsidenten zu stellen, sind ab und zu auch mal ein paar kritische Töne zu hören. Das heißt,
Ja, da versucht man im Wahlkampf dann doch den ein oder anderen Punkt gegen den anderen zu machen, was dann abweicht von der gemeinsamen Einigkeit, die man ansonsten in den letzten Jahren hier demonstriert hat. Aber es ist auch durchaus eine große Koalition denkbar. Und es gibt auch Stimmen, die sagen, Boris Rhein würde damit sogar vielleicht auch ein bisschen liebäugeln. Allerdings, ob Nancy Faeser da wirklich in die Juniorrolle gehen würde, das würde sie sicherlich nicht tun. Sie hat ja bereits gesagt, als Wahlverliererin würde sie quasi einfach Business as usual machen, also Bundesinnenministerin bleiben. Aber daran gab es von vornherein viel Kritik, auch aus den eigenen Reihen. Und das wird sicherlich dann noch mal Thema werden. Lena, besten Dank für all diese Ausführungen. Ganz Deutschland blickt am Sonntag auf Bayern, denn dort wird gewählt. In weniger als 48 Stunden öffnen die Wahllokale. Und umso mehr freue ich mich, dass Ministerpräsident Markus Söder sich jetzt noch die Zeit für dieses Gespräch nimmt. Hallo nach München. Guten Morgen, Herr Grüß Gott aus München. Herr Ministerpräsident, auf dem CSU-Parteitag vor etwa 2 Wochen, da haben Sie versprochen, wir werden diese Wahl gewinnen. Welches Ergebnis wäre für Sie persönlich ein Sieg, der diese Bezeichnung auch verdient? Es geht um einen stabilen Regierungsauftrag in schweren Zeiten und nicht um einen Schönheitspreis. Die Menschen in Bayern wollen starke Stabilität und sie wollen, dass es eine Fortsetzung der Regierungsarbeit gibt. Und ich glaube auch eine Fortsetzung der Arbeit des Ministerpräsidenten, denn es ist ja niemand anders sogar im Gespräch, der Ministerpräsident werden will. Und deswegen wird auch meine Aufgabe sein, Stabilität nicht nur zu versprechen, sondern auch Stabilität zu gewähren. Und das ist das, wofür wir hoffen, dass wir ein stabiles Ergebnis bekommen. Sie sagen, es geht nicht um einen Schönheitspreis, aber laut Umfragen können sich etwa 30% der Wähler in Bayern vorstellen, eine Partei rechts von der CSU zu wählen. Was haben Sie falsch gemacht? Die Frage ist, ob die Freien Wähler, die Sie damit einbeziehen, wirklich rechts von der CSU ist. Nach Einschätzung der Freien Wähler selber waren sie eher bei links von der CSU. Denn in dem Bayerischen Landtag in den letzten Jahren haben sie bei wichtigen Fragen der Migration, bei wichtigen Fragen der inneren Sicherheit tendenziell eher anders abgestimmt oder waren ein schwierigerer Partner als bei anderen Themen. Das ist einer der Punkte, den wir nach der Wahl sicherlich noch mal klären und besprechen werden. Aber generell gilt, wir leben in anderen Zeiten. Wir erleben ja Bundesländer, in denen wir AfD-Werte haben von bis zu 30% Gesamtheit. Und da zeigt Bayern ein sehr starkes, sehr stabiles Ergebnis und zeigt im Übrigen auch, dass die CSU weit, weit, weit vorne liegt. In der Tat, wir leben nicht in den 90ern oder wir leben nicht vor 20 Jahren. Wir sind in dem Jetzt, in dieser Zeit, in der sich die Demokratie grundlegend ändert. Und da braucht es Stärke. Da braucht es übrigens auch jemand, der das Land zusammenhält. Und dies will ich auch gerade für Bayern gewährleisten. Weil Sie vorhin selbst die Freien Wähler angesprochen haben, haben Sie sich nach der Flugblatt-Affäre um Hubert Aiwanger mal gefragt, ob Sie die Freien Wähler vielleicht früher, schon vor einigen Jahren, härter hätten angehen müssen, um den Wind aus den Segeln zu nehmen? Schauen Sie, wir haben hervorragend 5 Jahre gearbeitet. Die Ergebnisse für Bayern sind schon sehr überzeugend. Wir liegen im Vergleich zu allen anderen Bundesländern, in einigen sogar weit an der Spitze, überall mit ganz vorne. Das heißt, die Ergebnisse sind gut. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sieht es so aus, dass beispielsweise die Grünen, manche Journalisten, jetzt nicht Sie, aber manche würden sich ja wünschen, dass es Schwarz-Grün in Bayern gäbe. Die Grünen haben in Berlin nicht den Nachweis der Regierungsfähigkeit erbracht. Die Ampel ist wohl, das kann man sagen, jedenfalls wenn man den Umfragen glauben darf und die Akzeptanz der Bevölkerung, die den niedrigsten Ansehen in der Bevölkerung hatte je einer Bundesregierung. Deswegen scheiden die Grünen als Partner aus meiner Sicht eindeutig aus. Wir wollen die Koalition festsetzen und fortsetzen. Aber eins stimmt auch, durch diese Flugblatt-Affäre hat es noch ein bisschen einen Aufwind gegeben, ob aus Mitgefühl oder aus Solidarität. Denn davor waren die Umfragen ja relativ eindeutig, auch noch deutlich stärker für die CSU. Deswegen auch mein Appell nochmal an alle zu überlegen, geht es um ein Flugblatt von vor 35 Jahren? Oder geht es um die Zukunft für 13 Millionen Bayern in den nächsten 5 Jahren? Und da, glaube ich, haben wir ein sehr, sehr gutes Angebot. Wir wollen die Zusammenarbeit fortsetzen, aber klar ist auch, ohne eine starke CSU geht nichts. Die wichtigsten Entscheidungen wurden alle von der CSU geprägt. Die Freien Wähler sind eine gute Ergänzung. Und wir sind auch diejenigen umgekehrt, die in Berlin etwas bewegen können. Da träumen unsere Koalitionspartner zwar von Berlin, aber wenn man was in Berlin bewegen will für Bayern, dann sind es wir. Und deswegen auch zusammenfassend gesagt, Denkzettel für Berlin höre ich ja oft, auch AfD wählen. Kann nur eins sagen, Merkzettel für Berlin und das wäre die CSU. Sie haben gerade die AfD angesprochen. Der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla hat sich nach einem Wahlkampfauftritt in Ingolstadt im Krankenhaus behandeln lassen. Die AfD spricht von einer Attacke auf Chrupalla. Gestern teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit, es lägen, ich zitiere das wörtlich, keinerlei Erkenntnisse vor, dass Herr Chrupalla angegangen oder angegriffen wurde. Wie bewerten Sie diese Angelegenheit?
Da muss man sich auf die zuständigen Sachstellen berufen. Polizei und Staatsanwaltschaft arbeiten in Bayern hervorragend. Wir haben die beste Form der inneren Sicherheit in ganz Deutschland, liegen da eindeutig vorne. Also auch mit der besten Polizei und einer ganz hervorragenden Staatsanwaltschaft. Der schenke ich den Glauben nach einer objektiven Berichterstattung. Deswegen auch mein Rat an die AfD, sich auf diese Erkenntnisse zu stützen und nicht selbst etwas hineinzugeheimsen. Denn wenn man da das Gefühl hat, dass man da bewusst politisches Kapital daraus schlagen will, unser Innenminister hat es angesprochen, dann beschleicht einen ein seltsames Bauchgefühl, was da möglicherweise langfristig dahinter steckt. Könnte. Ich hoffe jedenfalls, dass es Herrn Kupala wieder besser geht, dass er wieder fit ist. Nicht unbedingt, um viele Stimmen zu sammeln, aber dass es ihm persönlich gut geht. Und ansonsten glauben und vertrauen wir natürlich unseren Behörden, denn die haben bislang immer hervorragende Arbeit geleistet. Sie haben jetzt gerade Ihren Innenminister Joachim Huber schon angesprochen. Ich zitiere mal wörtlich, was er gestern Abend gesagt hat. Er sagte, es sei Joachim Herrmann. Wie infam und hinterfrotzig die AfD im Landtagswahlkampf versucht, aus den Vorfällen bei ihrer eigenen Klientel Kapital zu schlagen, ohne die Ermittlungen abzuwarten. Das sagte selbstverständlich Joachim Herrmann. Pardon. Teilen Sie seine Bewertung? Also Joachim Herrmann ist kein Heißsporn. Joachim Herrmann ist kein Populist. Joachim Herrmann gerät selten aus der Haut. Er ist wirklich also der Inbegriff an Seriosität. Und wenn Joachim Herrmann solch deutliche Worte findet und so klar formuliert, dann muss er schon sehr empört sein und dann muss auch eine Menge daran sein. Und wenn Sie mich fragen, wem ich mehr vertraue, Joachim Herrmann oder der AfD, dann natürlich Joachim Herrmann. Und das, was er sagt, ist dann schon sehr, sehr beachtlich und wichtig und sollten sich für viele Leute nochmal eine Meinungsbildung daraufhin ergeben. Ein Thema, das Ihren Wahlkampf dominiert, ist die Migrationskrise. Nicht nur viele Kommunen, sondern auch die Mehrheit der Deutschen fordert laut Umfragen eine Begrenzung der Zuwanderung. Setzen Sie Ihre Hoffnungen auf diesen neuen EU-Asylkompromiss? Der Bundeskanzler spricht ja von einem historischen Wendepunkt. Naja, also die Bundesregierung hat lange alles getan, um diese EU-Entscheidung zu verhindern. Die EU-Entscheidung übrigens reicht auch nicht, um deutsche Probleme zu lösen. Sie ist ein wichtiger Beitrag, sondern wir müssen auch selbst was tun. Also das, was wir tun müssen, ist tatsächlich, wir brauchen eine Integration zu der Belastungsgrenze. Ich habe das ja als erster gefordert, eine Grenze zu finden, wonach man sagt, ungefähr, da können wir noch Integration leisten. Der Bundespräsident hat es jetzt unterstützt mit seiner Formulierung der Belastungsgrenze. Das muss aber natürlich unterfüttert werden mit einem Konzept. Das heißt erstens Grenzschutz auch in Deutschland. So wie die bayerische Grenzpolizei bräuchte es in ganz Deutschland Grenzkontrollen und eine Grenzpolizei im gesamten Grenzraum. Da gibt es Fehlanzeige durch die Bundesregierung. Zweitens, es bräuchte Stopp von Sonderaufnahmeprogrammen, die man ohne Absprache mit Ländern und Kommunen getroffen hat. Und ein Start von Sonderrückführungsprogrammen. Dazu müsste die Bundesregierung endlich anfangen, Verträge mit der Türkei, Verträge mit den nordafrikanischen Staaten zu schließen, so wie teilweise die EU, bislang Fehlanzeige. Und das Dritte, so wie in Österreich oder Dänemark, übrigens Österreich ist schwarz-grün, Dänemark ist sogar sozialdemokratisch regiert, muss man auch darüber nachdenken, ob wir Anreizfaktoren setzen. Ein Beispiel. Das Bürgergeld ist mittlerweile so hoch geworden, dass sich viele die Frage stellen, lohnt es sich noch überhaupt zu arbeiten? Und das Bürgergeld zu öffnen für viele Menschen, die neu nach Deutschland kommen, das führt zu erheblichen Unwuchten in der sozialen Balance. Denn ich finde, wer arbeitet, der muss mehr haben als der, der nicht arbeitet. Und wer lang einbezahlt hat, der muss doch mehr bekommen als jemand, der noch gar keine Chance hatte, einzubezahlen. Und darum stellen wir in Bayern jetzt im Prozess um auf Sachleistung statt Geldleistung, gerade für abgelehnte Asylbewerber. Weil Sie gerade von den abgelehnten Asylbewerbern sprechen. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat vor etwa einer Woche hier im Welttalk eine große Debatte angestoßen zu Zahnarztleistungen für abgelehnte Asylbewerber. Herr Aiwanger hat Friedrich Merz unterstützt. Von Ihnen war da kein Wort der Unterstützung zu hören. Warum nicht? Woher haben Sie das? Na, ich kann mich nicht erinnern, von Ihnen was gelesen oder gehört zu haben, was die Forderung von Friedrich Merz unterstützt hätte. Ja, okay. Na, das, was ich gerade eben gesagt habe, denken Sie nochmal an das Bürgergeld und an die Sozialleistung, ist genau das, was Friedrich Merz meinte. Und deswegen sind wir da in der Sache völlig beieinander. Und wir gehen sogar ja in Diskussion in der Union weiter. Ich glaube schon, dass es auch eine Frage ist. Zum Beispiel, wenn die Verfahren, die wir in Deutschland haben, immer länger dauern, macht es dann einen Sinn, jemand nach 18 Monaten in der Tat bereits die volle Leistung, Zugang zu allen sozialen Leistungen zu geben im Asylbewerberverfahren? Oder sollte nicht das komplette Verfahren abgewartet werden, beziehungsweise dann eine längere Zeit ins Land gehen als die 18 Monate, wie es jetzt der Regelfall ist? Ich glaube, auch da gäbe es noch Nachbesserungsbedarf. Da hat Friedrich Merz recht.
Friedrich Merz fordert ja ganz konkret, dass es erst nach 3 Jahren diese Leistung gibt. Gehen Sie da mit bei diesem Vorschlag? Ja. Das interpretiere ich als Ja. Müssen wir notfalls auch das Asylrecht insgesamt ändern? Ja, ein Ja ist ein Ja. Ja. Klar. Ja. Müssen wir das Nein, also die Abschaffung des Individualrechts auf Asyl, glaube ich, nicht. Die Abschaffung des Individualrechts auf Asyl, glaube ich, ist nicht das, was uns jetzt einen schnellen Erfolg bringt. Deswegen, glaube ich, sollten wir uns auf die anderen Maßnahmen wirklich grundlegend konzentrieren. Grenzschutz, bessere Abschiebungen, auch nach Verträgen mit den jeweiligen Staaten, um ihre Staatsangehörigkeiten zurückzunehmen und eine Senkung der Anreize, die wir haben, insbesondere aus unserem Sozialsystem. Damit würden wir eine große Wirkung erzielen, übrigens genauso, wie es Österreich und Dänemark gemacht haben. Warum vergleiche ich das? Weil in Österreich gibt es Schwarz-Grün, also es gibt sogar Regierungen mit Grünen, die das machen. Und in Dänemark sind Sozialdemokraten in der Verantwortung und da geht es eben auch. Und deswegen sollten wir das auch bei uns jetzt schleunigst machen. Wir haben den Bundeskanzler angeboten, nachdem er gesagt hat, er macht einen Deutschlandpakt, haben wir gesagt, ja, das war mein Vorschlag, einen Deutschlandpakt gegen unkontrollierte Zuwanderung. Ich glaube, das ist jetzt 30 Tage her, dass der Bundeskanzler den Deutschlandpakt angeboten hat. Seitdem ist passiert nichts, null. Und da warten wir endlich darauf, dass endlich was passiert, ein Angebot der Ampel. Ich hoffe, es war nicht nur so einfach dahergesagt, sondern es war ernst gemeint. Herr Söder, zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Vor der letzten Bundestagswahl, da wollten Sie gerne Kanzlerkandidat für die Union werden. Haben Sie diesen Traum, Bundeskanzler zu werden, inzwischen begraben? Ich weiß gar nicht, ob das ein Traum war, sondern es war eine Verantwortung damals, weil mich sehr viele aus der CDU damals auch aufgefordert haben. Es war und ist nicht meine Lebensplanung. Die Sache ist aber aus meiner Sicht erledigt. Ich bin für Bayern da und möchte am Sonntag ein starkes Ergebnis haben und dann aus Bayern heraus die Bundespolitik auch mitprägen, insbesondere für die Bayern und bayerische Interessen. Herr Ministerpräsident, vielen Dank für dieses Gespräch und Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse. Und wir machen mit Nachrichten weiter. Wir machen weiter mit Fußball, schauen auf die Europa League. Da gab es die folgenden Ergebnisse. Die Freiburger verloren gegen West Ham United mit 1:2. Bayer Leverkusen konnte mit einer B-Elf 2:1 bei Molde FK aus Norwegen gewinnen. Aber nicht nur in der Europa League wurde gespielt, sondern auch in der Conference League. Und da ist aus Deutschland Eintracht Frankfurt mit dabei. Aber bei PAOK Thessaloniki gab es eine 2:1 Niederlage. Aber es ging hoch her bei diesem Spiel. Und danach, es endete nämlich in einem Tumult. Und Eintracht-Keeper Kevin Trapp, der bekam nach dem Abpfiff dann auch die rote Karte. Das Nobelpreiskomitee gibt im Verlauf des Vormittags den Friedensnobelpreisträger bekannt für dieses Jahr. Und angesichts globaler Herausforderungen wie dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und auch der Klimakrise stehen insgesamt 351 Kandidaten zur Auswahl, 259 Einzelpersonen und 92 Organisationen. Beobachter gehen davon aus, dass sich internationale Gerichte und Menschenrechtsaktivisten beispielsweise aus Afghanistan und dem Iran gute Chancen ausrechnen können. Der Preis ist mit umgerechnet 950.000 Euro dotiert. Der Friedensnobelpreis ist der einzige Nobelpreis, der in Oslo und nicht in Stockholm verliehen wird. Um 11 Uhr wird es soweit sein und wir werden natürlich live mit dabei sein. So, und jetzt schauen wir auf die Wetteraussichten für die nächsten Tage. Was ist das Beste, was du uns darüber sagen kannst? Dass das Wochenende vor der Tür steht. Ja, das Beste ist, was ich sagen kann. Im Süden wird es richtig schön. Aber es ist ja auch schön, im Norden mal auf der Couch zu liegen, die Beine hochzulegen und den Herbst Herbst sein zu lassen mit Regen und rutschigem Laub. Also ist halt auch die Jahreszeit irgendwie. Das kann aber auch nur eine Hamburgerin sagen, weißt du? Das kann nur eine Hamburgerin sagen. Ich bin halt nicht aus Zucker. Die goldenen 20er kehren zurück. Also die 20 Grad und das goldene Wetter in unserem Süden heute. Das Tiefdruckgebiet über Norwegen lässt den Tag für unseren Norden heute ins Wasser fallen. Aber wir haben auch noch das Hochdruckgebiet über Frankreich und das sorgt für einen goldenen Tag in unserem Süden und stabiles Wetter. Heute Morgen zieht der Regen der vergangenen Nacht noch über die Oder ab. Uns erwartet dann eine trockene Phase, bis dann am Mittag von der Nordsee her ein weiteres Regengebiet ins Land zieht, das dann auch am Abend unseren Osten und auch Berlin erreichen wird. Abgesehen vom Regen macht sich diese Zweiteilung aber auch in der Bewölkung bemerkbar. In der Nordhälfte ist es stark bewölkt und auch bedeckt. Im Süden kämpft man eher gegen den Nebel und Hochnebel, der sich noch bis zum frühen Mittag halten wird. Dann ist aber wieder Platz für Sonnenschein. Am Alpenrand Sonne pur von einem strahlend blauen Himmel. Aber an den Küsten sollte die Mütze mitgenommen werden. Dort erwarten wir Sturmböen. Die Spanne der Höchstwerte ist heute relativ klein. Zwischen 17 Grad an der Ostsee und in den östlichen Bergen. 22 Grad erwarten wir in Stuttgart.
Es ist nicht schwer zu erkennen, welche Regionen ein freundliches Wochenende erwarten dürfen. Die Verteilung von Wolken und Regen bleibt auch am Wochenende ziemlich ähnlich zu dem, was heute los ist. Die Temperaturen gehen am Sonntag im Norden noch etwas runter. Hier erwarten wir dann nur noch 15 Grad. Im Süden geht es hoch auf bis zu 25 Grad. Am Montag wird es dann noch mal für alle etwas wärmer. In Berlin dann noch mal 23 Grad, 28 Grad im Südwesten. Das klingt schon wieder nach Sommer.